Ach, ist das schön. Jetzt noch so diese Stille. Challenge geht gleich los. Der Flo krepelt sich schön ein zurecht. Ich werde es analysieren, Zutaten festlegen, nachbauen. Und er denkt immer, jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich ihn! Nein, der kriegt mich nicht. Der kommt doch. Ich höre ihn. Alter Schwede, dir ist wirklich nichts peinlich, oder? Sag mal bitte. Dir ist wirklich nichts mehr peinlich. Ich wirklich, ich habe. Ich habe so Bock. Ich habe so Bock. Du hast so Bock? Ich habe so Bock. Mach auf, ich möchte. Ich schaue mir einfach nur dein Gesicht an. Ja, und jetzt? Oh nee, ne? Da ist sie. Ist nicht dein Ernst. Natürlich. Oder? Gewünscht ist gewünscht. Ist nicht dein Ernst, dass ich jetzt wirklich diese Benjamin-Blümchen-Torte machen muss, oder? Guck mal hier, kleiner Glücksbringer. Damit wir wirklich auch ein bisschen partymäßig im selben... Alter, hast du einen fetten Kopf. Perfekt. Alles draußen. Naja, sagen wir mal so, es ist eine Herausforderung. Total. Wie viel Bock hast du? Also mal so zu sagen, ne? Danke für die Torte. Und? Ganz lecker. Tschüss. Ja, gut. Aber das ist ja das Einfachste. Was ist Backen? Sahne. Ich mach's mir so einfach. Eier, Erdbeerpulver, Mehl, Zucker, bunte Streusel. Was war hier noch? Was ist der Biskuit? Das ist auch eine Schokosahne. Das ist super einfach. Da machen wir so eine Mousse. Dann brauche ich Schokopulver, Kakaopulver. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, welche Schichten da drin waren. Die habe ich mir komplett ins Gesicht gepfeffert, ne? Ich habe mich immer gefragt, wie sich das anfühlt, wenn man so eine Torte im Gesicht hat. Kann man tatsächlich drauf verzichten? Hier, du hast die wichtigste Platte vergessen. Aber überleg doch mal, sei doch mal kreativ, wie kann man das denn noch hinkriegen? Ach, jetzt wirst du großkotzig, ja? Ne? Also, ich kann es nicht drucken und malen kann ich es auch nicht. Willst du dir noch eine Kassette aufschreiben, eine Benjamin-Blümchen-Kassette? Nö. Nee. Warum? Wozu brauche ich die denn? Töre! Töre! Batsch! Ich backe einen Biskuit, den schneide ich, unten Schokolade, Erdbeer, streich den mit der Erdbeercreme ein. Das ist eine ganz normale Sahnecreme, die mit ein bisschen Stärke stabilisiert wird. Bunte Streusel, Tupfer oben drauf, in der Mitte eine bemalte Oblade mit Benjamin Blümchen. Fertig ist die Benjamin Blümchen-Torte. Hm. Und er kann froh sein, wenn er die nicht auch noch ins Gesicht bekommt. Ich back, glaube ich, gleich zwei. Das macht mir immer mehr Spaß. Ich sehe es. Was denn, was ist denn da? Wie soll denn da was hingekommen sein? Weiß ich nicht. Meine Fresse, ey. Problem? Ich weiß ja nicht wirklich, was ich backen muss. Ich hab dem die ganze Torte ins Gesicht geknallt. Das wird ein Blindflug. Ich bin frisch gewaschen. Ja, ein Glück. Kannst du noch einmal, also hier, weißt du, nichts mehr hinten, nichts mehr vorne. Na toll. Et voilà. Die finde ich ja richtig geil. Warum? Lebensmittelfarbe, weißt du? Kannst du einfach so, kannst du überall hinmalen, ist kein Problem. Hau ab, Mensch! Was denn? Hier. Für was dich ist das? Die Stinkefinger-Oblade. Mach Mund auf, bitteschön. Tschüss, hau ab. Ja. Also ich kann mich entsinnen, unten war, glaube ich, ein Mürbteigboden. Da war was Keksiges auf dem Tortenscheiterhaufen. Dafür brauche ich weiche Butter, Eier, Zucker. So, Butter, Zucker. Da muss ja noch ein Ei rein. Und noch ein Ei rein. Dann drehen wir eine Runde hier. So, das Ganze muss jetzt ein bisschen homogen werden.
Da müssen wir Mehl drauf geben. Das wird ein sehr zäher Teig. Den müssen wir dann einmal blind backen. Das heißt, da machen wir noch ein paar Löcher rein. Fertig. Sieht schon mal gut aus. Der muss ja eh nur, das ist ja so ein Keksteig. Ach, Schokolade brauche ich gleich noch. Und irgendwo muss doch Schokolade hier rumfliegen. Ja, und der Mürbteig ist gleich schon fertig. Noch ein Ticken mehr. Und dann ist er gut. So. Der perfekt. Mürbteig ist schon mal fertig. Der sieht sogar ganz gut aus. Der geht in den Kühlschrank. Und dann machen wir Biskuit. Der wird gebacken. Dann kommen die Cremes, alles zusammensetzen. Fertig, was los? So ein Torte ist doch kein Problem für mich. Hm? So, Eigelb brauchen wir. Zuckerli. Ein bisschen Vanille noch rein, ist immer lecker. Schön aufschlagen. Und auf Wiedersehen. Prise Salz, fertig. Oh Baby, Baby, Butter, Butter, Baby. Zack, einmal mit Butter ausreiben, ne? Mit Butter läuft das. So, das hat jetzt schönes Volumen. Gucken wir mal rein. Hm? Ja, wird besser. Dann machen wir schon mal ein bisschen Backpulver rein. So, jetzt muss ich da Mehl. Was mache ich denn jetzt? Scheiße. So. So, wird ein bisschen wenig, ne? Ach, komm, wir machen es anders. Ich habe eine bessere Idee. Dann langsam unterheben, geht damit besser. Und gleichmäßiger. Ein bisschen Mehl dazu. Irgendwas wird hier raus schon werden. Und das Schöne ist, da kommt noch so viel Creme drumherum. Das wird eh nichts, der Biskuit. Den knall ich jetzt da rein. Irgendwas habe ich verkehrt gemacht. Ich weiß gar nicht, weil ich das letzte Mal so einen blöden Biskuit gebacken habe. So ein Torte ist doch kein Problem für mich. Hm? Ich hätte vielleicht viel, viel mehr Eier nehmen müssen. Ich back den und mach gleich einen zweiten hinterher. Nee, ich brauche mehr Eier. Und ich brauche noch mehr Zucker. So, wir brauchen noch mehr Eier. Ich hau jetzt die ganzen Eier da rein, damit ich da auf ein krasses Volumen komme. Dann hau ich da gleich eine halbe Tonne Puderzucker drauf. Weil Puderzucker hilft ja immer, ne? Wie wir wissen. Ein bisschen Puderzucker. So, Puderzucker. Wir brauchen mehr Puderzucker. Puderzucker, Puderzucker, Puderzucker. Nein, ich weiß, wo mein Fehler ist. Ich bin so ein Trottel, ey. Ich hätte erst das Ei schnell schlagen müssen. Vielleicht kriege ich jetzt hier Volumen rein, aber ich glaube nicht. Ja, vielleicht funktioniert es ja doch. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Zuckerei. Jetzt würde ich langsam Mehl unterheben. Jetzt haben wir auch die gewünschte Konsistenz, ne? Guck mal hier. Schön viel Luft. Ich Idiot hätte Eischnee aufschlagen müssen, die Eier aufschlagen, das Ganze miteinander verbinden. Komme ich natürlich erst im Nachgang drauf, ich Trottel. Ne? Ein bisschen Vanillin habe ich noch reingemacht. Ist lecker, funktioniert, wunderbar. Ne? Das andere Ding hier, dieses Gedöns, was ich da versuche gerade hier im Ofen zu backen, das kann ich glaube ich schon befreien, weil das wird eh nichts. Obwohl, so schlecht sieht er gar nicht aus. Der geht gerade richtig schön hoch. Den backen wir gleich mal zu Ende. Ne? Fertig. Dann haben wir zumindest schon mal einen Boden auf Reserve. Hier mache ich jetzt ein bisschen Mehl rein. Schön reinsieben, unterheben, Backpulver noch rein. Ach ja, das wird was. Das sehe ich jetzt schon. Bisschen Backpulver rein, Mehl noch dazu. So muss der sein. So, haben wir schon mal den Biskuit für die zweite Runde soweit fertig. Ich räume den Krempel erstmal auf. Mal sehen, wie dieser Möchtegern-Biskuit aussieht, den ich mir da zusammengerührt habe. Boah, ey, peinlich. Naja, sieht eher aus wie eine Krankheit, würde ich sagen. So ein Torte ist doch kein Problem für mich. Hm? Auch einen Boden kriegen wir da, glaube ich, mit raus. Wenn das irgendwo einer meiner Konditorfreunde sieht, bitte ruft mich nach diesem Film nicht an. Ja, also irgendwas Ähnliches, was man so... Boah, ist das Ding schwer. So, jetzt haben wir hier noch mal was. Jetzt butter ich das ein bisschen ein. Macht ein bisschen Mehl. Lecker Bütterchen hier. Jo. Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich? Weil ich Benjamin Blümchen-Torte backen darf. Guck mal hier, schöne. Ha? Ha? Und rein damit. So, ich muss jetzt aber auch noch den Mürbteig gleich backen. Ich habe hier so ein bisschen Reserveteig. Den bewahren wir uns mal schön auf, ne? Weil der ist ja ganz gut geworden. Der sieht auf alle Fälle gut aus. Machen wir hoch. Jetzt muss ich mir irgendwie so eine Art... Ach scheiße, ich muss noch Schokolade schmelzen. Ich brauche die Schokolade. Ich mache die ein bisschen in die Schokocreme-Füllung. Und ich brauche die auch, um den Biskuit einzustreichen. Da ist eine Schokocreme in der Mitte und Erdbeer und Kladderadatsch drumherum. Puderzucker.
Oh, das sieht gut aus im Backofen. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Die Cremes stabilisiere ich gleich schön. Ich schlage erstmal Luft rein. Und dann knalle ich da noch Zusatzstoffe rein. Ich hole mir gleich noch ein bisschen mehr Sahne von hinten. Dann machen wir gleich mehrere Töpfe mit Sahne. Jo, perfekt. Köstlich, so süße Sahne. Wie bei der Oma damals sonntags. Immer von allem eine reichhaltige Basis erschaffen. Und dann geht's los. Machen wir noch ein bisschen Xanthan rein. Und auch fertig, zack. So, jetzt ist es süß. Das muss ja nachher noch irgendwie halten. Hier hauen wir noch mehr Xanthan rein. Dann bleibt nämlich der Krempel schön steif. Den Kollegen brauche ich jetzt gerade mal nicht. So, Erdbeer brauchen wir am meisten. Erdbeeraroma ist hier. Boah, das stinkt aber auch, ne? Schön künstliches Erdbeeraroma. Lebensmittelfarbe. Na, da haben wir doch fast die Farbe. Das sieht jetzt aus wie Erdbeerquark. Das kann ein bisschen fester sein. Aber da ich jetzt hier eine feste Masse zum Einstreichen brauche, ist das wichtig, dass sie schön steif ist. Das kann ich kalt stellen. So, dann machen wir die Schoki. Das müsste reichen. Dann habe ich hier noch genug zum Ausdekorieren. Mein Biskuit ist fertig. Tada! So, das ist hier die Sahne zum... Für die kleinen Hupsi, Hupsis obendrauf. Das wollen wir immer noch so eine Art Schokoladencreme da reinknallen. Kakaopulver. Nehmen wir alles. Dass einer sieht, ne? Was ich mir hier für eine Scheiße zusammenrühre. Ja, fertig ist die Schokocreme-Füllung, würde ich mal sagen, ne? Ja. Oh, bitter und schlecht. So eine Torte ist doch kein Problem für mich. Aber knallen wir auch noch Puderzucker hinterher. So, fertig. Das muss schokoladig und süß in der Mitte sein. Guck mal. Wird doch. So, geht auch in die Kühlung. Ich würde sagen, läuft, ne? So, jetzt backe ich den Mürbteig. Stech den aus. Back den blind. In der Zeit kühlt der Biskuit runter. Dann schichte ich die Torte übereinander. Streich sie ein, dekoriere sie aus. Mal dann noch einen dicken Rüssel auf die Oblade und fertig aus dem Maus. Sieg einfahren, oder? Weiter geht's. Hier unser Mürbteig. Da bin ich happy mit. Oh nee, der ist voll zusammengesackt. Also auch nicht richtig durchgebacken. Muss ich noch weiter backen. Ist mir egal. Dann wird der halt noch gebacken. So ein Torte ist doch kein Problem für mich. Vielleicht kann ich hier schon mal was rausschneiden. Das kannst du auch vergessen. Ach, scheiße. Wir wollen jetzt nicht rumnölen hier. Ich mache jetzt irgendeine Art Keksteigboden, der da unten reinkommt. Der ist von außen super. Ich schneide mir hier gleich, der ist nur in der Mitte ein bisschen, da brösel ich mir einen zurecht, weil in so einer eingeschmierten Torte sieht das eh keiner. So, hier haben wir das. Dann backen wir parallel noch so ein bisschen hier Biskuit. Wir haben ja noch ein bisschen Teig übrig. Also kann mich hier keiner ärgern. Damit der nicht hochgeht. Wir brauchen ja einen flachen Keks. Und rein damit! Biskuit muss raus. Ja. Uah. Heiß. Heiß weg. Gut. Schokolade warm. Ich hole den Rest. Obwohl, nee, ich schneide jetzt erstmal hier diesen Vulkan-Biskuit, den ich mir da zurecht gebacken habe. Scheiße. Naja, mein Gott. Das hat schon schlimmer ausgesehen, ne? Vorteil an dem Loch ist, ja, das ist eher ein Nachteil, dass das sehr, sehr instabil jetzt ist. Aber ich muss Gott sei Dank nur zwei Schichten haben und da kann ich ein bisschen fuschen. So, Schicht Nummer 1. Ich schneide mir erstmal so viele, wie ich bekomme und dann bastel ich mir das zusammen. Ja, nicht durchgebacken halt, ne? Ja, ich glaube hier, der ist besser. Der war eben noch heiß, jetzt ist er kalt. Ne? Doch, alles eingefettet gewesen. Der sieht doch top aus, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Das ist jetzt der Biskuitteig. Eine Schicht. Dann machen wir hier uns auch noch eine zweite draus. Dann streichen wir uns das mit Schoki ein. Nicht zu wenig, Schokolade ist ja lecker, ne? Schoki! Den kleben wir darauf. Ich hätte den Ring vorher rumsetzen müssen. So haben wir das Ganze wunderbar fixiert. Jetzt hole ich die Schokoladencreme rein. Das passt doch schon mal perfekt. Spritzbeutel. Die habe ich da hinten irgendwo gesehen. Boah, die Schokocreme ist richtig lecker. Das ist eigentlich eher ein Unfall, aber... Die ist richtig stabil.
So, fertig. So, Erdbeercreme. So. Ja, den Ring hätte ich gar nicht gebraucht, weil die Baumasse, die hält auch so. Es ist rund, es sieht aus wie eine Torte, es hat einen Schokoladenkern. Ziel ist für mich erreicht. Ach ja, die Torte ist soweit fertig. Ich muss noch irgendwie den Benjamin Blümchen auf die Oblade bekommen. Oder male ich einen Elefant drauf mit einer roten Mütze. So, hier mal mein Rüssel. Das wird eher Ottifant, ne? Dicker Körper. Und dann kriegt er eine rote Kappe auf. Kommt in der Mitte drauf. Fertig. Die bunten Konfettistreusel. Und fertig ist die Benjamin-Blümchen-Torte. Töre! Ja. Willkommen. Also als erstes, wir haben immer noch eine geile Party am Start. Und das ist eine geile Party ohne geiles Partyhütchen. Also als erstes, was ich mal machen möchte. Was ist das, Sebastian? Das ist ein Rüsseltier. Ja. Ein reines Rüsseltier. Ein asiatisches oder ein afrikanisches Rüsseltier? Das ist so ein, ich würde eher sagen, indischer. Ja. Nasen. Ja. Kreatur-Dings? Eine indische Nasenkreatur. Wie immer, zuerst das Original. Bitte. Ich weiß ja bis heute nicht, wie es von innen aussieht. Eben. So. Was haben wir hier? Mürbteig. Mürbteig. Dann haben Biscuit. Wir eine Biscuitschicht. Schoko. Eine Schokoschicht. Eine Biscuitschicht und Erdbeer drumherum. Ja? Ja? Schneid auf. Ich schneide mich. Jetzt okay. Zieh auseinander. Okay. Richtig drücken. Genau. Ah, da ist der Mürbteig. Aha, 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 aha. Naja, das ist nicht schlecht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde von der Farbe her ja? ist deine Erdbeercreme ziemlich nah. Und die Schokolade ist extrem dunkel? Die Schokolade ist extrem schokoladig. Aber siehst du die dünne Schokoladenschicht auf dem Mürbteigboden unten ja. runter? Ist auch das die Schokolade? Ja, ist Schokolade. Jetzt gehen wir das mal Schritt für Schritt durch, oder? Nee, du findest das ja. jetzt schon wieder blöd, dass ich dann... Du bist doch schon wieder genervt. Nee. Genau, ich probiere jetzt ein Stück. Es muss alles drauf sein. Es muss oben erstmal die Creme drauf sein. Es muss genau. Alles einmal dabei sein. Man merkt so richtig deine Verzweiflung ein bisschen. Es schmeckt überwiegend schokoladig durch diesen dicken Schokoladenkern. Ich finde, wenn man hier... Wenn es nicht was vom Rand nimmt, schmeckt es auch gar nicht so sehr nach Erdbeere. Darauf werde ich achten. Oh. Und nur blind. Alter. Und nur blind. Das ist nur so, dass du denkst, komm. Was ist? Auf den ersten Blick ist es echt geil. Ich finde optisch, ich meine, deine sieht so ein bisschen aus, als hätte die einfach ein langes Wochenende in den Berliner Clubs verbracht. Gott auch. Geschmacklich. Bin ich ein bisschen enttäuscht von dieser Erdbeercreme. Die schmeckt gar nicht nach Erdbeere. Ist auch gar keine Erdbeere drin. Aber, und da möchte ich jetzt hinkommen, diese Schokocreme hier drin. Ja. Leck mich fett. Die ist geil. Mm. Die ist geil. Der Mürbteigboden, lecker, sehr geil. Schokocreme, sehr geil. Biskuitteig, auf den Punkt. Es ist gewonnen. Die Sahne hier oben. Ja, die ist... Lecker. Ja, und nur die Erdbeercreme hat verkackt. Aber Erdbeercreme, trotzdem, der letzte Müll. Ja, gut. Das sage ich jetzt mal... Nee, ja, ich aber, muss mir... Ja, ich gut, muss aber... Nein, ich muss mir angewöhnen... Schokocreme top, Mürbteig top. Ich muss mir angewöhnen... Ja. Wie so ein Politiker in so einer Talkshow einfach so lange reden, bis der andere aufhört. Ich muss mir angewöhnen, ein ehrlicheres und direkteres und härteres Feedback dir zu geben. Weil das erwarten die Leute da draußen. Dafür? Für einen Blindflug? Sage ich, ganz ehrlich... Challenge ist meiner Meinung nach gewonnen, weil sie wirklich optisch und überwiegend geschmacklich echt gut ist. Und wenn ihr nicht genug bekommen könnt von unseren Besseresser-Videos, dann gibt es hier noch weitere und ich und auch der Flo würden sich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Bis bald. Und wir können ja mal zusammen noch auf den Abonnier-Button klicken da. Klick. So. Da ist er. Hau ab, du Spinner, ehrlich. Boah, nervt er mich. Oh. Ich hab ihn.